Hallo, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind, wenn wir fortfahren. Gerade das 12. Kapitel hat es in der Offenbarung in sich, mit ganz vielen Bildern, mit ganz vielen Gedanken, mit vielem, womit wir uns beschäftigen. Von daher werde ich versuchen, in kleinen Abschnitten durchzugehen, um uns nicht ein Stück zu überfordern. Und ich lese aus der Offenbarung Kapitel 12, die Verse 7 bis 12. Dann brach im Himmel ein Krieg aus. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache und seine Engel stellten sich dem Kampf. Aber er konnte den Kampf nicht gewinnen, und im Himmel gab es keinen Platz mehr für sie. Der große Drache wurde hinabgestoßen, die Schlange aus uralter Zeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird. Sie verführt die ganze Welt zum Abfall von Gott. Der Drache wurde also auf die Erde hinabgestoßen, und ebenso erging es seinen Engeln. Denn hörte ich im Himmel eine laute Stimme, sie rief: Jetzt ist die Rettung da. Unser Gott hat seine Macht gezeigt und die Königsherrschaft angetreten. Und sein Christus hat Vollmacht bekommen, denn der Ankläger unserer Brüder und Schwestern ist auf die Erde hinabgestoßen worden. Tag und Nacht hat er sie bisher vor unserem Gott angeklagt, aber sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihrer Zeugenaussage. Ihr Leben ging ihnen nicht über alles, sie nahmen sogar den Tod in Kauf. Darum freut euch ihr Himmel mit allen, die darin wohnen. Aber wie schrecklich wird es sein für das Land und das Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und er ist rasend vor Wut, denn er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. Liebe Geschwister, ein Kampf im Himmel. Das, was sich letztlich auf Erden abspielt, das spielt sich auch im Himmel ab. Die Unordnung. Interessanterweise, wenn man sich in den ersten Kapiteln unserer Bibel bewegt, dann stoßen wir auf eins, da heißt es, dass also der Aufstand der Menschen gegen Gott nach Kain und Abel schließlich sich auch überträgt auf das Himmlische und dort ebenfalls dazu führt, dass die Himmelssöhne sich an den Erdentöchtern vergreifen und dabei das Geschlecht der Riesen gezeugt wird. Klar gehört das ins Reich der Mythen mit hinein, aber wir lassen es so stehen. Hier genauso. Nun greift es auf das Himmlische über. Wir haben es also wieder deutlich mit einem, nicht einen irdischen Kampf zu tun, sondern ein, und deswegen auch vielleicht dieses Wort Offenbarung oder dieses zeigt, hier wird etwas aufgedeckt, was sonst verborgen ist, der Schleier zwischen dem, was Gottes Reich betrifft und was unsere Erde betrifft, er wird zur Seite geschoben, sodass es uns durch Johannes möglich ist, einen Blick hineinzuwerfen, wo wir sonst eigentlich es nicht erkennen können. Jedenfalls nicht klar. Was ist geschehen? Wir müssen zurückgreifen auf den Vers 5, wo es heißt, als das Kind geboren wurde, der Sohn, da wurde er dann von Gott sozusagen herausgenommen. Wir haben da so eine Art Himmelfahrt und dadurch, dass Christus nun bei Gott ist, geschieht etwas ganz Besonderes, nämlich der Ankläger, der ihn zu Fall bringen wollte, wird nun in den Kampf verstrickt. In den Kampf mit den Erzengeln Michael und den Engeln, die sich ihm stellen und den Ankläger keine Chance mehr lassen. Es klingt dann später im Lobgesang auf, warum? Weil die Menschen nun durch das Blut Jesu, das er am Kreuz vergossen hat, ein für alle Mal frei sind von der Sünde.
Und die Sünde ist das, was eigentlich dem Drachen oder dem Teufel Macht gibt, was ihn eigentlich nährt, wo er bei Gott anfangen kann. Denken Sie nur mal an Hiob. Diese Geschichte, wo Hiob sagt, ja, dein Knecht Hiob hat ja gut reden, den hast du ja im Prinzip so reich gemacht, kein Wunder, dass der dich ehrt. Aber wenn du ihm das nimmst, dann wird er wie alle anderen genauso dich verfluchen, dann wird er gottlos leben. Wir erleben es also, dass letztlich bis auch zum Kommen Jesu, bis eigentlich auch zu seinem Aufstieg wieder in den Himmel, das wird vorausgesetzt, diese Hinwegnahme bedeutet nicht, dass er nicht gestorben ist, sondern genau nach diesem Sterben und Auferstehen und dann der Himmelfahrt bei Gott. So lange ist eigentlich der Ankläger in Gottes Reich mit. Solange ist er also dort im Himmel mit all seinem Gefolge und tut immer wieder letztlich die Heiligen anschwärzen, die zu Gott gehören, versucht er Misskredit zu bringen, versucht sie klein zu kriegen, versucht Gott letztlich in seinen Planen, in seiner Herrlichkeit zu stören. Und deswegen auch der Erzengel Michael. Michael heißt, wer ist wie Gott? Eben nicht Satan oder wie er auch genannt wird, Diabolus, der Durcheinanderbringer. Eben nicht diese Schlange, die im Paradies ihm da sozusagen den Menschen raubt, indem sie in dem Menschen letztlich die Versuchung herbeiführt, selber zu entscheiden, selber zu sein wie Gott, der alles durcheinanderbringt an diesem guten Verhältnis, was eigentlich Gott mit uns Menschen haben will, in dieser Liebesgeschichte Gott-Mensch. Und sie verkümmern lässt, weil der Mensch nicht antwortet. Der ist auf dieser Ebene. Und nun, wo Christus also das vollbracht hat, Paulus singt davon ganz groß, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes, weder hohes noch tiefes, es ist getan, das Blut des Lammes hat uns frei gemacht. Nun wird er vom Himmel gestürzt. Michael und seine Engel siegen und er kann ihnen eigentlich nichts entgegenzubringen. Er kann diesen Krampf nicht gewinnen, aber es wird eben gesagt, da wo der Himmel jubelt, da stöhnt die Erde. Weh. Denn der nun alles verloren hat, tobt natürlich umso wilder. Und was das Toben bedeutet, das wissen wir aus unserer Geschichte heraus. Dieses Streben nach Freiheit, dieses Ringen darum, den richtigen Weg zu finden, hinterlässt eine Blutspur, die eigentlich seinesgleichen sucht. Und gerade auch in der Zeit seit der Aufklärung, wenn wir denken, wo uns Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit am Ende hingebracht hat, dass letztlich genau diesem Slogan, ob in der Französischen Revolution bis hin in unsere Tage, ein Blutschwall gefolgt ist. Was ist alles im Namen der Menschlichkeit an Gewalt passiert? Und dann versucht man es abzuwälzen. Dann versucht man es religiös zu ummänteln. Aber wer genau wach hinschaut, entdeckt, da ist etwas anders am Werk. Da geschieht etwas anders. Etwas, was Gott eigentlich die Bilanz verhageln will. Etwas, was die zu ihm stehen, eigentlich in Misskredit bringen will. Und daran erinnert man sich. Die Vorwürfe, die immer wieder gemacht werden mit Kreuzzügen und gewaltiger Missionierung, Gewaltmissionierung mit Feuer und Schwert, dann auch mit Hexenverbrennung, dann Gott mit uns auf den Koppeln der Schlösser, der Soldaten, der Gürtelschlösser. Letztlich all diese Dinge
als Alibi vorgebracht, um am Ende sagen zu können, da guck doch nur, was Gott anrichtet. Es geht genau darum, dass letztlich diese Mächte nun wüten und versuchen, denen, die Gott nah sein wollen, ihre Hoffnung zu rauben. Und diese Hoffnung aber wird im Himmel bereits besungen, dass nämlich der Sieg durch Christus errungen ist. Dass die, die zu ihm gehören, längst gerettet sind. Das ist für mich eigentlich immer etwas sehr Verblüffendes, dass wenn man heute Menschen fragt, sie in ihrer großen Unsicherheit eigentlich verharren und sagen, ja, ich weiß nicht so richtig, bin ich Christ, also ich versuche es zu sein. Es ist immer so ein, sie wissen es nicht richtig, aber wenn wir lesen im Neuen Testament, diese Menschen, die nehmen das an und sagen, Gott hat es mir zugesagt, ich bin gerettet. Das bedeutet, für mich ist der Himmel offen, weil ich Christus ganz und gar vertraue. Warum ist das in unseren Zeiten so schwierig geworden? Was ist da mit uns passiert, dass wir daran zweifeln, dass wir meinen, es liegt nur an unserem Machen, sondern wir wissen es doch eigentlich, dass wir gerettet sind, ist Gnade Gottes und bleibt es. Und im Himmel weiß man das längst. Im Himmel steht längst fest, dass wir gerettet sind. Plus wir sehen in unserer Welt die vielen Übel. Wir sehen in unserer Welt das, was uns eigentlich klein hält. Wir haben Angst, auch in Corona-Zeiten uns zu versammeln. All das spielt eine Rolle und da wird ein Stück unserer Unsicherheit, vielleicht auch ein Stück Kleinglaube auch deutlich. Ich will das nicht herunterreden. Ich kenne viele Geschwister, wo ich auch entdecke, dass sie zu Hause bewusst ihre Gottesdienste hören und feiern, die bewusst auch, und das ist auch verantwortlicher Umgang, aber manchmal denke ich auch, gerade in unserer Kirche, die so groß ist, wo so viel Platz ist und wir so verantwortungsvoll versuchen, damit umzugehen, es wäre gut, da auch deutlich Zeichen zu setzen. Ja, er ist da. Deswegen der Ruf, weh dir Erde. Ja, er bäumt sich auf, denn er hat alles verloren. Seine Stellung im Himmel, die Herrlichkeit um sich. Und er weiß, er verliert. Der Widersacher. Möge er uns nicht in sein Netz gefangen nehmen. Möge er uns nicht zum Zweifeln bringen. Herr, hilf uns. Hilf uns, in der Treue zu bestehen. Hilf uns, fest an Jesus Christus zu bleiben. Gerade auch in unsicheren Zeiten stärke du in uns unseren Glauben. Lass uns nicht lasch werden im Umgang mit deinem Wort. Lass uns nicht müde werden im Warten auf die Wiederkunft deines Sohnes. Sondern schenk uns die frohe Gewissheit, auch gerade der ersten Christen, dass wir wissen, du hast alles getan. Und wenn wir an Christus uns festhalten, dann werden wir deine Herrlichkeit schauen. Das stärkt uns. Das hält uns. Und das gibt uns eine gewisse frohe Gelassenheit bei aller Verantwortung, die wir auch wahrnehmen. Dass wir wissen, ob wir leben oder sterben. Wir sind und bleiben in deiner Hand und dein Wort gilt auch für uns. Amen. So wünsche ich Ihnen einen gesegneten, einen gelingenden Tag.